Seit einigen Monaten gibt es offenbar einen neuen Mann im Leben der Schauspielerin, wie sie der Bild am Sonntag im Interview verriet. Die Musikerin hatte Ende 2021 die Trennung von Schauspieler Oliver Nook, 47, bekannt gegeben, nach 14 Jahren Liebe und einem gemeinsamen Kind. Allerdings gingen die beiden zu dem Zeitpunkt schon längere Zeit getrennte Wege. Durch den gemeinsamen Sohn Charlie, 8, wird es ein Leben lang trotzdem eine Verbindung geben. In den knapp 2 Jahren nach der Trennung scheint kein neuer Partner eine Rolle gespielt zu haben. Bis jetzt. Die gebürtige Erfurterin, die in Berlin wohnt, plauderte nun bei der Bild die schönen Neuigkeiten aus. Bei der Blue Hour von Digito und ARD bei der Berlinale machte die 43-Jährige ihre neue Liebe öffentlich: "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", sagt sie dem Blatt. Wieso das Liebesglück jetzt erst preisgegeben wird? Bisher sei die ehemalige The Voice of Germany Jurorin einfach nicht danach gefragt worden, ein Geheimnis wolle sie nicht daraus machen. Was aber nicht verraten wird, ist der Name des neuen Lebenspartners. Denn im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann Oliver Nook steht ihr Neuer nicht in der Öffentlichkeit. Um den Ex-GZSZ-Star war es zuletzt eher ruhig geworden. Sie nutzte die Zeit vor allem, um Mama zu sein, und brauchte ein Timeout. Im Herbst des vergangenen Jahres postete sie auf Instagram mit einem Foto ihres Sohnes kuschelnd mit einer Katze auch diese deutlichen Worte: "Ich kann nur jedem empfehlen, mal ein paar Tage oder gar Wochen Abstand von diesen sozialen Medien zu nehmen, sein Leben zu leben und es nicht zu präsentieren die ganze Zeit, denn dabei vergessen wir, was und wie das richtige Leben ist." Im vergangenen Jahr nahm die Künstlerin eine ukrainische Familie bei sich zu Hause auf, die Mama, die große Tochter und das kleine Mädchen sind im März geflohen und wohnen jetzt bei uns, der Papa ist noch in der Ukraine. Das sind wirklich ganz feine Menschen. Erst vor wenigen Tagen war die Schauspielerin einer Einladung zur Berlinale gefolgt und hat es sichtlich genossen, ein Gefühl voller Dankbarkeit, nach der Pandemie zu dem wichtigsten Event der Filmbranche eingeladen gewesen zu sein.